Pakete am nächsten Tag oder sogar am gleichen Tag auszuliefern, ist ein enormer logistischer Aufwand. Wie Amazon das macht, haben wir uns mal angeschaut. Wenn wir bei Amazon bestellen, drücken wir meistens den Bestellknopf und das war's. Das nächste, was wir sehen, ist das Lieferauto, das uns das Paket nach Hause bringt. Wir wollten mal wissen, was passiert eigentlich dazwischen? Und deshalb sind wir heute zu Gast in einem Amazon-Logistikzentrum, wo wir ein Paket vom Wareneingang bis zum Warenausgang begleiten. Wir haben einen Eichhörnchenkalender bestellt und da wollen wir mal sehen, welche Station der heute durchläuft. Wir sind jetzt hier in Brieselang angekommen. Das ist ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt. Und hier im Amazon Logistik Center kommt unsere Bestellung an. Und wie der Eichhörnchenkalender von hier den Weg nach Hause findet, das schaue ich mir jetzt mal an. Und wie man schon sehen kann, hier lagern schier unendlich viele Produkte. Auch wenn Amazon uns keine genauen Zahlen verraten wollte, ist eines sofort klar. Es sind nicht Tausende, es sind nicht Hunderttausende, es sind auf jeden Fall Millionen von Produkten. Ein wirkliches Sortiersystem scheint es hier aber nicht zu geben, denn hier lagern Brettspiele, neben Kaffee, neben Whey-Eiweißpulver. Alles einfach bunt gemischt und das System weiß aber, wo alles ist und dementsprechend wissen wir auch, wo jeder Artikel ist, obwohl es chaotisch aussieht. Wir sind aber natürlich wegen einer ganz anderen Sache hier. Und zwar wegen unseres Eichhörnchenkalenders. Und nach dem werde ich mich jetzt mal auf die Suche begeben. Auf dem Scanner wird mir angezeigt, in welchem Regal und vor allem in welchem Fach mein Eichhörnchenkalender liegt. Heißer, heißer, immer heißer und ja, ich glaube, hier bin ich fündig geworden. Nun heißt es, das Produkt scannen, dann auf den Wagen legen und ab damit zum nächsten Schritt. Wir sind hier im Warenausgang. Wir haben unseren Eichhörnchenkalender für die Oma bis hierher verfolgt. Und jetzt geht es darum, das schöne Stück auch für den Versand fertig zu machen. Wenn wir unseren Artikel an dieser Station scannen, bekommen wir automatisch die richtige Verpackungsgröße. So wird möglichst wenig Verpackungsmaterial verschwendet. So schnell hat man dann doch schon sein erstes Paket gepackt. Der Code wird jetzt nochmal gescannt. Und jetzt ab aufs Band damit und weiter geht's zur nächsten Station. Dort kommt eine Maschine zum Einsatz, die automatisch das Versandlabel auf das richtige Paket klebt. In einem weiteren Schritt wird das Paket dann noch gewogen. Kommt es hier zu größeren Abweichungen, wird das Paket erstmal wieder ausgespuckt. In diesem Fall lief aber zum Glück alles gut und unser Eichhörnchenkalender kriegt die passende Adresse verpasst. Im letzten Schritt werden die Pakete über ein Fließband in den LKW verladen. Und dass das nicht wirklich ordentlich zugeht, das kann man hier sehen. Wir hoffen, dass unser Eichhörnchenkalender das unbeschadet überlebt und schon bald bei uns zu Hause ankommt.